Einen wunderschönen guten Abend, meine Freunde. Ich grüße euch recht herzlich. Hier ist wieder der Carsten. Ja, ich wollte heute noch ein kleines Video machen. Ich habe ein interessantes Thema für euch. Und zwar geht es um Trauermücken. Ja, werdet ihr bestimmt kennen, die kleinen lästigen Biester. Ja, ich denke mal, dass ihr halt auch teilweise halt hier die Klebestreifen, diese gelben halt irgendwo hängen habt oder so. Wie gesagt, wenn ihr halt auch Erde habt oder halt Walderde benutzt oder Blumenerde, weiß der Geier, was ihr da nehmt für eure Terrarien. Und dann hat man halt auch ein leichtes Problem mit diesen Tieren, ne? Mehr oder weniger. Also es hielt sich jetzt eigentlich die ganze Zeit in meinen Grenzen. Aber ganz ehrlich, was ich jetzt heute Morgen erlebt habe, ich dachte, mich trifft der Schlag ohne Scheiß, ne? Deswegen, ich versuche das mal eben euch zu zeigen. Ich drehe mal einmal das Bild. Also, einmal hier unten, wo ich jetzt hinzeige. Ja. Wie gesagt, der Bereich hier unten, ja, kann man sagen, war alles mit schwarzen Stippen, war alles voll mit Trauermücken. Dann genauso hier auf der Schrankwand. Hier, wie gesagt, vor dem Becken war alles voll. Sowie halt auch die Gardine war voll, richtig voll. Und natürlich hier Fensterbank, die war auch voll. Und wenn ich jetzt mal hier hingehe, ich zeige mal, hier sind auch noch ein paar. Ja, Gestorbene schon, da. Wie gesagt, die geben ja dann auch ziemlich schnell den Löffel ab. Moment, Moment. Wo haben wir noch mehr? Ich guck mal eben so, wie gesagt. Ich habe auch schon dreimal gesaugt. Ein Moment. Freunde. So, warte. Ich glaube hier unten. Ich mache mal Dings an. So, hier unten liegen auch noch welche. Wie gesagt, liegen auch noch ein paar Leichen rum. So. Ja, wie gesagt, alles voll. Ich habe ihr gesaugt, gemacht, getan. Und ja, wollte ich mal fragen, wie das bei euch ist. Habt ihr auch schon solche Trauermückenattacken gehabt? Und wie gesagt, ja gut, ich meine, die machen es ja eh nicht lange. Aber das war schon echt heftig viel, fand ich. Und deswegen habe ich mir jetzt halt was bestellt. Bei Amazon, da gibt es halt solche Würmer, die heißen, Moment, die heißen Nemomanden oder so, keine Ahnung. Ich werde gleich mal ein Bild hinzufügen, was ich da bestellt habe. So, das sind halt ganz kleine Würmer, wie gesagt, die werden halt im Wasser eingerührt und dann verteile ich die ganz normal halt auf die Becken jetzt hier. Das mache ich dann morgen. Morgen soll das Zeug kommen und die kümmern sich da halt drum, weil halt in der Blumenerde sitzen halt die Weibchen und legen halt die Eier. Und die halt rumfliegen oder was, das sind dann eigentlich die Männchen. So sieht das aus. Und soll sehr, sehr gut sein. Und ich halte euch, was das angeht, auf jeden Fall auf den Laufenden. Es gibt noch eine Art Milbe, die man benutzen kann. Oder die halt auch benutzt wird. Gerade halt, wenn es halt um hier Gewächshäuser geht und was weiß ich nicht alles. Diese Gartencenter und. Wie gesagt, die benutzen halt auch diese Milben oder halt auch diese Nemomanden, aber was, ich weiß es jetzt nicht. Ich habe es gerade noch im Schirm gehabt, wie die heißen da. Bloß bei den Milben ist halt das Problem, dass die halt durchaus auch halt auch an andere Erdbewohner gehen. Ja, und deswegen habe ich das jetzt mal sein gelassen, weil ich habe ja nun mal halt auch Springschwänze drin in den Becken und Asseln. Asseln wird wahrscheinlich nicht das Problem sein, aber ich weiß nicht, ob die an die Springschwänze gehen. Und diese Würmer, die sterben dann halt auch relativ schnell, wenn die halt ihren Job sozusagen gemacht haben. Und von daher ist das dann gut. Dann werde ich auf jeden Fall, wenn ich das dann mache morgen, ich weiß nicht, ob das Zeug morgen kommt, dann rühre ich das mal an. Und dann mache ich das halt, wie gesagt, hier überall in die Becken rein. Und dann werde ich auf jeden Fall euch dann nochmal sagen, wie es in ein, zwei Wochen, wie es aussieht. Ob sich das dann halt soweit erledigt hat mit den Trauermücken. Und diese Klebestreifen, diese gelben, wie ihr da oben seht. Ja, da oben, oh, Moment. Ah, da oben, da hängt auch einer. Da habe ich mir auch welche bestellt. Da werde ich auch ein paar neue machen. Und da müsste das eigentlich wieder in Ordnung sein. Soweit. Und jo, gehe ich mal stark von aus. Was habe ich noch? Einen Moment, ich drehe noch mal einmal das Bild. So, dann habe ich mir hier noch so ein gebrauchtes Becken geholt, ein schönes. 30, 30, 40 gebrauchtes für 40 Tacken.
Da wollte ich halt mir dann noch mal eine Baumspinne wollte ich mir dann noch holen. Das Becken mache ich dann noch mal ein bisschen selber sauber einrichten und dann gucke ich mal, was da für ein Tier reinkommt. Da habe ich auf jeden Fall Bock. So, ja, jetzt weiß ich nicht, ob ich noch ein bisschen was füttere. Könnte ich eigentlich eben noch machen. Dann stelle ich euch mal eben kurz auf Pause und guck mal, ob ich die eine oder andere Aufnahme noch für das Video jetzt halt reinbekomme. Und ja, ich gucke gerade so durch. Die Phalaks könnte ich füttern. Ich guck mal, die Kambrika wird auch fressen. Die Mannes wird fressen. Okay, alles klar. Ich mache euch mal einmal kurz auf Pause und guck mal eben. Ich wollte eigentlich nur was sagen. Jetzt ist es weg. Okay, ich bin gleich wieder da. So, Futtertier ist drin. Keine Ahnung, ob das jetzt was wird. Wie gesagt, alleine das zu machen, so mit Handy halten und füttern, ist halt immer ein bisschen schwierig. Deswegen gucke ich jetzt erstmal, ob die überhaupt irgendwas macht da. Die sich überhaupt in Bewegung setzt. Schauen wir mal. So, Freunde, hier passiert schon mal gar nichts mehr. Dann schauen wir mal weiter. Wie gesagt, die Megatheliodes, die wird nicht mehr fressen, kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann ja mal einmal was reinschmeißen, Freunde. Einen Moment. So, mal schauen, ob was passiert. Mal gucken. So besser machen, dann kann man besser gucken, wenn sie ankommt. Die Spinne. Kann ich immer noch ranzoomen. Ja, sie versucht sich zu befreien. Ja, jetzt hat sie erstmal einen sicheren Hafen gefunden. Erstmal schauen, wo sie hin will. Ich kann ja mal einmal kurz um die Ecke gucken, ob die Spinne sich bewegt. Weil ich habe echt keine Ahnung. Es kann auch sein, dass sie sich häuten will, aber man sieht auch gar nichts mehr. So dicht ist das Netz schon. Ich gucke noch mal von hier. Nee, man sieht nichts. Sonst nehme ich die wieder raus und mache die bei der Phalanx rein. Einen Moment. So. Schauen wir mal, was die Phalanx dazu sagt. So, nehmen wir mal sowas. Mal gucken. Das wird was. Ich will es hoffen. Ja, die kommt wieder. Die kommt wieder, die Phalanx. Definitiv. Kommt die wieder. Ein bisschen hier den Arm abstützen. Schauen wir mal. Die kommt auf jeden Fall wieder. Da ist er. Da ist er.
Nicht eilig, echt nicht. Aber die kommt, ganz bestimmt. Na. Ich sitze aber auch genau davor, Freunde. Ohne Schlager dazwischen, schon cool. Ja, gleich hat sie sich befreit. Ja, diese Heuschrecken haben halt diese Widerhaken an den Beinen. Sie scheint sich dadurch selber darin zu verheddern. Wieder im Netz neu. Ja, bin ja mal gespannt, ob da noch was passiert jetzt. Unfassbar, wie gesagt, jetzt überhaupt noch, da kommt sie. Jetzt kommt sie. Freunde. Da ist er. Oh, ist sie schön am Glänzen. Ja, unterm Netz. Nein, jetzt ist er runtergefallen. Ich packe sie bei ihm noch mal rein, wartet. So. Ich sie mal wieder reingeworfen. Die kommt sofort. Nochmal.
Lief Verlags noch nicht so richtig, meine Freunde. Ich mache noch mal kurz auf Pause. Ich muss jetzt hier ein bisschen weiter ins Netz rein. Ich mache erstmal nur kurz Pause. Ja, meine Freunde, die Heuschrecke, die kraxelt hier rum, aber die Spinne, die ist hier ganz unten drin. Wenn ich jetzt natürlich losziehe und eine andere Spinne füttere, ja, genau, dann schnappt sie sich. Ihr kennt das ja. Da unten sitzt sie. Wie gesagt, macht gerade keine Anstalten, dass sie halt kommen will. Überhaupt nicht. Ich kann nur noch mal einen Moment draufhalten. Aber da tut sich noch nichts. Da tut sich nichts, Freunde. Gar nichts. Was ich halt wieder sehe, sind immer noch eine ganze Menge Traumücken hier. Also da sitzt eine, da fliegt eine rum. Ja, mal schauen, ob das was bringt mit diesen Würmern. Ja, Freunde, hier tut sich gerade gar nichts. Ich werde jetzt trotzdem erstmal andere Spinnen füttern. Weil das ist mir gerade auch zu blöd. Ich weiß nicht, was die hat. Er sagt. Schauen wir mal. Ich mache nur auf Pause. So, die Morinus ist auch draußen. Vielleicht, ich schmeiß da bei der mal was rein. Mal gucken, was da abgeht. So. Einen Moment. Ah, ist das auch ein schönes Tier. Auch ein schönes Tier. Ja gut, die wird natürlich jetzt erstmal wieder zurückgehen. Wahrscheinlich oder auch nicht. Was ich da habe, muss ich mal schauen. Was ich da reinschmeiße. Moment, wartet mal eben. Wo war die Dose? Da ist sie. Ja, alles klar. Ich mache mal eine Grille rein. Mal gucken, ob sie Bock hat. Normalerweise ist das eigentlich auch kein Thema für sie. Das war nichts. Jetzt hat sie die Pinzette angegriffen. Die ist ja drauf. Auch nicht schlecht. Mache ich mal lieber wieder zu, Freunde. Ich lasse das mal so stehen. Jetzt hat sie die Pinzette gerade angegriffen. Da ist sie. Und die Grille, die ist unten drin. Die muss unten drin sein. Mal gucken, was sie jetzt macht. Ah, schön ist die. So, Pinzette losgegangen. So. Mal schauen, ob sie da jetzt eine Kehrtwende macht. Das sieht nicht so aus. Die haben heute alle irgendwie keinen Bock. Nö. Können wir mal hinten reinleuchten. Ja, ob sie dann irgendwie wieder, ist auch eine Kohleröhre, ey. Ob sie dann irgendwie wieder rausgekrabbelt kommt, aber da ist er auch nicht hingelaufen. Nö. Auch nichts, Freunde. Dann gehe ich mal zur nächsten Spinne, ne?
So, da haben wir die Mannes. Die hat doch bestimmt Hunger. Wollen wir mal gucken, ob die Schmacht hat. Dann gucken wir mal. Zack. Und tschüss. Ja, das war doch schon mal was. Dann gucken wir mal weiter. Die Kambritkai bestimmt auch. Wartet mal eben. Ich gehe noch mal ein bisschen hier ran. Ja, aber wie gesagt, in die Höhle rein. Leuchten ist halt immer so eine Sache. Ja. Cool. Gut erwischt. So. So, dann schauen wir mal, was mit den Balfouris ist, ob die sowas hier haben möchten. Mal gucken, sie damit klarkommen. Guten Tag. Ich guck mal einfach mal rein, ob jemand zu Hause ist. Oh. Ja, guck mal rein. Das sah ja schon mal ganz geil aus, aber. Keine Ahnung, ob die zu groß ist. Die Balfouri. Sonst schaue ich gleich mal bei der Kambrit-Guy, ob die möchte. Ja, Moment, mal kurz Pause machen. Ah, ey, war ich ja zu langsam im Handy. War ich ja zu langsam, ey. Zack, zack ging das wieder, ey. Ah, die Kamritka, die ist so schnell. Die ist so schnell. So schnell konnte ich gar nicht zum Handy greifen, ey. Ah, guck. Ja. Aber trotzdem cool. Gucken wir mal, ob ich noch was hinkriege hier. Ah, sie macht, ja. Bild ist scharf. Ja, dreh dich mal, dreh dich mal. Dreh dich mal. Komm. Ja, ist auch cool. Coole Sache. Bei der Eminia passiert auch nichts. Wie es aussieht, sonst wäre sie schon längst da. So, meine Freunde, jetzt habe ich noch ein bisschen gefüttert. So gut es ging. Ein paar Spinnen wollen nicht. Ja, ein paar haben gefressen. Ja, wie gesagt, mit den Trauermücken werde ich euch auf jeden Fall auf den Laufenden halten. Was da passiert, ob das was bringt. Ich denke mal schon, dass das Problem sich dann erledigt hat mit den kleinen Viechern. Ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend und bleibt gesund, ne?
Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.